Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und ihr seht es, heute ist er wieder da, mein Flipchart. Und immer wenn ein Flipchart da ist, gibt es was zum Aufschreiben, was zu erklären. Und heute geht es um Volatilität. Und zwar möchte ich nochmal ein Video machen, was wir schon vor längerer Zeit hier mal auf dem Kanal hatten. Aber es gibt einfach so viele neue Besucher, so viele neue Abonnenten, dass es so ein wichtiger Punkt ist, dass wir ihn einfach nochmal wiederholen müssen. Nämlich heute geht es nochmal um den Unterschied zwischen impliziter Volatilität und Implied Volatility Rank. Was ist das Ganze? Wo findet ihr diese Informationen? Ja, auch ganz wichtig. Und das und mehr gibt's jetzt hier im Video. Kennt ihr das? Ihr schaut in die TWS hinein und dann seht ihr eine IV, also eine implizite Volatilität, zum Beispiel gerade im Option Trader. Und dann schaut ihr vielleicht bei uns in den Optionsbrief hinein und sagt, hey, wieso haben die denn da eine ganz andere implizite Volatilität stehen? Und der Grund, warum das hier so viele verwechseln, ist, dass die Begrifflichkeiten unterschiedlich sind. Auf der einen Seite gibt es nämlich die tatsächliche implizite Volatilität und zum anderen gibt es das, was wir als IVR, Implied Volatility Rank, bezeichnen. Und ich will das an der Stelle heute nochmal aufklären. Was ist implizite Volatilität? Volatilität als solches, ein Begriff, der ja aus der Statistik kommt und der nichts anderes sagt als Schwankungsbreite. Ne? Wie stark schwankt etwas? Das könnt ihr mit Zahlen reinmachen, das könnt ihr eben auch natürlich mit Kursbewegungen machen. Wenn ihr also eine Aktie anschaut, die jetzt, sagen wir mal, so hier geht, so, dann hat die eben eine geringe Volatilität. Und wenn ihr eben eine Aktie hättet, die so geht, dann hat die eben eine hohe Volatilität. Das ist aber erstmal nur die Volatilität des Underlyings, der Aktie, des Futures, ne? Wird oftmals auch bezeichnet als statistische Volatilität oder historische Volatilität. Interessiert uns als Optionshändler jetzt nicht ganz so sehr. Was für uns entscheidend ist, ist die sogenannte implizite Volatilität. Implizit heißt, auf Deutsch übersetzt, beinhaltet. Ne? Ihr wisst ja, an der Börse muss alles ein bisschen kompliziert immer klingen. So, und wie kommt das zustande? Vor vielen, vielen Jahren, klingt so ein bisschen wie ein Märchen, es war einmal vor langer, langer Zeit, da trafen sich zwei Professoren und erschufen eine Formel. Black und Scholes, ne? Die Herren Black und Scholes haben die Optionspreise, oder die sogenannte Black and Scholes Formel entwickelt, mit der man den fairen, theoretisch fairen Wert von Derivaten ausrechnen kann. Das war eine Revolution in der Finanzwelt und die beiden Herren haben dafür zu Recht den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen, schon viele, viele Jahre her. So, und was sagt der aus? Diese Black and Scholes Formel, die ihr übrigens nicht kennen müsst, ne? Ihr müsst die nicht herleiten können. So, als ich in Chicago auf dem Parkett war, an der CBOE, habe ich mich mit vielen Händlern unterhalten und die allerwenigsten Optionshändler hätten dir diese Formel ansagen können. Sie haben sie alle gewusst, um was es da geht. Nämlich, diese Formel, mit Hilfe derer kannst du ausrechnen, was der theoretisch faire Wert einer Option ist. Und wenn also der theoretisch faire Wert einer Option beispielsweise 1,50 ist, so, dann hast du einen Anhaltspunkt, was diese Option kosten muss. Zumindest in der Theorie. Was ist denn jetzt aber, wenn du diese Option kaufen möchtest und die kostet an der Börse 1,70? So, dann kannst du natürlich jetzt hingehen und sagen, hey, hier, theoretisch fairer Wert 1,50, ne? Bin ich nicht bereit zu bezahlen. Sie gibt es aber nur für 1,70 und deswegen, wenn du sie halt unbedingt haben möchtest, dann musst du eben hier diese 1,70 bezahlen. Und diese 1,70 oder diese Differenz hier, diese in dem Falle jetzt 20 Cent, das ist die sogenannte oder das ist das, was die implizite, die beinhaltete Volatilität ausdrückt. Ganz einfach gesagt, das ist jetzt akademisch nicht richtig, aber damit man es versteht, implizite Volatilität ist nichts anderes als Angebot und Nachfrage. Wenn sich viele Marktteilnehmer absichern möchten gegen Preissteigerungen, gegen Preiseinbrüche, dann werden sie Absicherungen kaufen. Absicherungen sind Optionen. Und wenn eben viele Leute nachfragen, ich will Optionen, ich will Optionen, ich will Optionen, was passiert? Der Preis geht hoch. Und dann kann eben der Preis auch deutlich über den theoretisch fairen Wert gehen. Und das ist dann das, was man durch Umstellung der Formel dann ausrechnen kann, die sogenannte implizite Volatilität. Ne?
So, und das findet ihr zum Beispiel im Option Trader. Ich blende euch mal hier einen Chart ein, wo ihr eben sehen könnt, dass hier diese markierte Spalte, das ist die IV, implizite Volatilität, wird in Prozenten angegeben. So, sagt euch aus, was der Markt erwartet, wie stark wird das Underlying schwanken. So, jetzt ist es aber so, wenn ihr verschiedene Underlyings miteinander vergleicht, ne, dann gibt es nun mal hier, wenn wir uns mal diese beiden Aktien anschauen, dann gibt es halt welche, die haben von vornherein eine höhere Volatilität als andere. Und deswegen bringt der nackte Vergleich oder der einfache Vergleich, nackt ist vielleicht blöd, aber der einfache Vergleich der Zahlen bringt erstmal nicht viel. Ne? Also es heißt nicht, wenn irgendwo ein Underlying eine implizite Volatilität von 40 hat, dass die Optionen teurer sind als bei einem Underlying, die eine implizite Volatilität von 20 haben. Sondern wir müssen immer die jeweilige Volatilität vergleichbar machen. Und das können wir mit Hilfe dieser sogenannten IVR, des Implied Volatility Ranks. Und diesen Implied Volatility Rank, den kann man ausrechnen. Und ich zeige euch mal, wie das geht. Wie ein guter Fernsehkoch habe ich das Ganze hier schon mal vorbereitet. Und da seht ihr hier die Formel. Wir blenden euch das auch nochmal hier jetzt in einer Folie ein, und wo man das ein bisschen besser nachlesen kann. Und ich will euch das Prinzip aber nochmal erklären. Stellt euch vor, ihr habt zum Beispiel einen Chart. Wir blenden euch mal hier einen Chart ein. Und da seht ihr ja unten, das ist ein Chart, einfach aus der TWS herausgenommen. Ihr könnt in jedem Chart, bei Aktienoptionen zumindest, oder bei Aktien, bei Futures geht das nicht, da muss man ein bisschen einen anderen Weg wählen. Da kann ich euch auch noch ein extra Video dazu machen. Bei Aktien könnt ihr immer in die Charts in der TWS die sogenannte optionsimplizite Volatilität einblenden. Ne? Warum das jetzt optionsimplizite und nicht implizite Option, ist egal. Optionsimplizite Volatilität heißt das. Könnt ihr euch unten einblenden und dann seht ihr hier diese blaue Linie. Und das ist die Volatilität, die implizite Volatilität. Und die schwankt ja jetzt. Ne? So, die geht mal hoch, die geht mal runter. So. Und wenn ihr dann einen gewissen Zeitraum nehmt, 6 Monate oder standardmäßig ist eigentlich 12 Monate, also ein Jahr, sprich 52 Wochen, dann könnt ihr ja in dieser Zeit feststellen, okay, was waren denn in diesen 52 Wochen, was war denn der Tiefpunkt und was war denn der Hochpunkt? Und dann setzt ihr das Ganze mit dem aktuellen Wert in Verbindung. Also hier haben wir den Hochpunkt. Und hier haben wir den Tiefpunkt. Und das würde natürlich bedeuten, nähert sich der aktuelle Wert immer mehr dem Hoch an, haben wir historisch betrachtet eine hohe implizite Volatilität. Nähert er sich dem unteren Wert an, haben wir eine niedrigere. Und hier habt ihr nochmal genau die Formel. Implied Volatility Range ist gleich 100 mal aktuelle implizite Volatilität mal dem 52 Wochen Tief geteilt durch 52 Wochen hoch minus 52 Wochen tief. Ne? Schreibt euch die Formel einfach ab. Ihr könnt das Ganze auch einfach euch eine Excel-Tabelle einmal reinprogrammieren, dann könnt ihr die Zahlen immer eingeben. Das heißt, ihr müsst wirklich dann nur noch schauen, hier, was ist der Hochpunkt, was ist der Tiefpunkt, was ist der aktuelle Wert, das könnt ihr ja ablesen und dann könnt ihr euch die IVR ausrechnen. Und je höher die IVR ist, umso teurer sind die Optionen und umso eher lohnt sich der Verkauf von Optionen. Wenn ihr also jetzt sagt, ihr hättet diesen Wert hier unten irgendwo und ihr hättet hier eine IVR von vielleicht, was weiß ich, 5, dann bedeutet es eben, dass historisch betrachtet die Optionen billig sind. Zumindest betrachtet mal auf den Zeitraum von 12 Monaten. Heißt das, dass die nicht noch billiger werden können? Nein, heißt es nicht, aber die Wahrscheinlichkeiten sind eben eher so, dass die wohl eher ansteigen könnte. Und das ist natürlich nicht gut für den Verkauf von Optionen, sondern für den Verkauf von Optionen wäre es eben besser, das ist im oberen Bereich und wir haben so, das könnt ihr euch merken, so eine Kenngröße von etwa 40%, wo wir sagen, wenn wir also roundabout so in der, knapp unterhalb der Mitte sind, ne, weil oftmals sind diese Spikes nach oben ja die Ausnahme, deswegen geht man nicht auf 70 oder 80, sondern eben so auf 40 ungefähr, weil da kriegt man einen relativ guten Wert hin. Auch jetzt kein Dogma, ihr könnt auch 50 nehmen, ihr könnt auch 35 nehmen, das spielt jetzt keine Rolle, aber dass ihr einen etwas höheren Wert halt habt. Und wenn ihr eben solche Optionen verkauft, auch dann habt ihr keine Garantie, dass die Volatilität nicht weiter ansteigt. Aber
Ihr habt eine größere Wahrscheinlichkeit, dass durch den sogenannten Mean Reversion Effekt, Rückkehr zum Mittelwert, dass dann die Vola tendenziell eher wieder fällt. Und das ist natürlich für den Verkäufer von Optionen gut. Und wenn ihr Käufer von Optionen seid, aus irgendwelchen Gründen, ne, wenn ihr sagt, okay, ich kaufe lieber Optionen, dann wäre es natürlich immer besser zu sagen, hier in dem unteren Bereich kauft ihr und als Verkäufer kauft ihr eher in dem oberen Bereich. Ne? So, und damit könnt ihr von vornherein viele Optionen oder viele Trades ausschließen, wo ihr sagt, da ist das Chance-Risiko-Verhältnis gut, hier ist es nicht so gut. Und wer darauf achtet, wer auf diese Volatilität achtet und eben diese Kenngröße IVR nimmt, der kommt eben da wirklich sehr, sehr gut voran und kann seine Trades insgesamt deutlich, deutlich erhöhen, weil ihr müsst immer daran denken, wir als Kleinanleger haben nun mal einen gravierenden Nachteil gegenüber den Großanlegern. Ein Großanleger, der Optionen verkauft, kann viele Laufzeiten, viele Strikes, viele Märkte gleichzeitig verkaufen und damit bekommt er auch den Durchschnitt gut hin. Uns fehlt das Geld dazu. Wir können nicht Tausende von verschiedenen Optionen in ganz vielen Märkten, in ganz vielen Laufzeiten verkaufen. Und wir haben schlicht und ergreifend das Geld nicht. Also müssen wir bei der Auswahl der zu verkaufenden Optionen darauf achten, dass wir die Wahrscheinlichkeit ein bisschen in unsere Richtung bewegen. Und das können wir unter anderem sehr gut machen mit dieser IVR. Es gibt noch ein weiteres, das ist das sogenannte IVP, das Perzentil. Und das behandeln wir in einem späteren Video. Und jetzt hoffe ich erstmal, dass euch das hier ein bisschen geholfen hat, dass ihr ein bisschen klarer seht, damit ihr einfach das besser einschätzen könnt. Ist eine Option gerade billig? Ist sie gerade teuer? Schaut euch die IVR an und dann werdet ihr bessere Ergebnisse erzielen, als wenn ihr das Ganze nicht beachtet. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Vergesst nicht, schreibt mir eure Kommentare bitte hier unten rein, abonniert diesen Kanal und dann sehen wir uns wieder demnächst hier. Bis dahin, Servus, macht's gut, bye bye.